Und es ist kein Schalter zu sehen. Ich habe jetzt auch an den beiden geschlossenen Türen so direkt keinen Schalter gesehen. Nee, kommt. Ich versuche das hier jetzt zu lösen. Nee. Ah! Okay. Jetzt habe ich es kapiert. Ah, nö. Oh. Jetzt habe ich es kapiert. Okay, das ist okay. Das ist auch okay. Ups. So, das geht so. Das ist jetzt einfach nur Rätselraten. So, jetzt geht hier alles zu auf. Muss ich dahin? Okay, war das jetzt das hier? Ja. Welches war's? Ich weiß es nicht. Wow, das war knapp. Okay, jetzt habe ich es nicht gesehen. Also das kriege ich noch hin. Erst das hier. Dann das hier, das ist okay. Das hier ist auch okay. Dann war es da drüben. Ja. Da war es da hinten irgendwo. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Ach, da. Jetzt habe ich es nicht wieder nicht gesehen. Okay. Das ist klar. Das ist dann da und dann da. Das geht noch. So. Dann da hinten. Dann das nächste ist da hinten. So, dann da. Ah. Da. Und geschafft. Gott sei Dank. Formium Key, okay. Ah. Wow. Ja, komm ruhig. Ja, komm her. Da ich nämlich nicht weiß, ob du der einzige bist, Kerl da draußen bist.
von wo ich herkomme. Dachte ich es mir nämlich. So. Sollte ich weiter auf dich einprügeln? Und dich töten. Gut, hier brauchen wir auch ein Fomium. Key, soweit ich weiß. Au. Ja. Du machst zum Glück kaum noch Schaden. Irgendwie. Edge. So. Und hier brauchen wir einen Silver Key, okay. Fomium Key und Silver Key. Sehr viel Munition. Ein verbessertes Decoy-Beacon, Silver Key. Farewell, Mrs. Page. Mrs. Page, or may I call you Lucy? You were right about Laura. You were right all along. The woman is insane. She just took 3 engineers on my team up to her chambers to use them in her newest crazy creation. Can I safely assume I won't ever see them again? I was so blinded by my own arrogance, Lucy. I should have listened to you about Laura's crimes. I should have listened to Liam Howell about the Fumium Corps and its messages. I'm so sorry. But I'll take the evidence you've put together and we'll confront Laura. Along with all the other pissed off men and women, we'll take her down. I hope you get this recording before it's too late. Tja, da war es wohl zu spät. So, wir haben ja nicht mehr viele. Wir haben noch Laura und Markus. Und von ihm und ihr haben wir noch ein paar offen. Und von jemandem weiter oben. Silver Key war hier. Das wird uns dann wohl wahrscheinlich in diesen Raum reinführen. Ist jedenfalls anzunehmen. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal zurück. Erstens will ich da noch die eine Ecke aufdecken. Der Vollständigkeit halber. Und dann will ich mich mal in der anderen Richtung umsehen, nachdem wir hier ziemlich viel zu tun hatten. Hier sind wir schon wieder in der Main-Halle, beziehungsweise da, wo wir vorhin schon mal waren. Und ja, hier war wirklich das mit den Gasdruckventilen. Das ist sogar recht easy, muss ich sagen. So. Das war's nämlich schon. Servo Booster. Ah, Melis
Speed. Also neuer hiervon. Munition und ein Stein. My little girl. There she is. My dear Sophie. My little fragile girl in a steel cage infused by Fumium. This isn't how I imagined her fifth birthday would be. Breaks my heart to see her ignore the candles on her cake that she should be blowing out, all excited. Instead, she's staring at a Fumaton that's about to cut the cake for her. I feel the environment hinders her natural mental growth. The Bureau releases most families with newborns from duty, but our agreement with them, Laura's and mine, will last for another year. Our positions here are too important for them to replace us or even give us temporary leave. Sophie's different from the other children I remember from the islands or my own childhood. No kid has ever spent their entire, albeit short, life in a mechanical colossus like this. And I suspect Fumium will play some role as well. We still don't quite understand its properties or influence on humans. Laura's waist-deep in Fumium research, exposed to it day and night, she's becoming colder and colder towards our little girl. Still, Sophie doesn't seem to care too much. She's always with her. They can spend hours in each other's company without ever even saying a word. War schon ein bisschen traurig. Ich nehme die mal mit. Also ja, scheinbar leidet das Kind von Markus und Laura an irgendwelchen mentalen Problemen durch das Fumium. Ach du Schande. Okay. Du bist ein fucking Beschwörer. Ich weiß nicht. Oh. Okay. Es ruft aber schon mal nichts Neues mehr herbei. Was gut ist. Ja. Erstmal die Kanone ausschalten, weil ich Angst habe, dass die runterfährt, sobald ich den töte. Und den kann ich ja ganz gut ausmanövrieren. So, genau, kommen wir etwas näher. Also ja, definitiv lästig. Du übrigens auch. Ja, da schaffe ich einfach mal Abhilfe, indem ich dir etwas Energie absorge. Ich habe ja genug Energy Cells. So. Nochmal absorgen sollte ich dir. Auch wenn ich... Ah, ich kann ihn schon benutzen. So. Edge. So.
Okay. Ah. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Gut. Wäre das auch geklärt? Da komme ich immer noch nicht rein. I need a key. Hier brauche ich den Silber. Schlüssel, da komme ich hier rein, wie ich mir gedacht habe, und hier kann ich. Seems to be thinning the gas out, but I'm not sure it's safe yet. I'm gonna need to switch more fans on. Ah ja. Und ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das Secret den Schlüssel für hier beinhaltet. Also ja, gehen wir auf die andere Seite wieder. So, das war jetzt das Rätsels Lösung. Oh. Das macht aber nichts hier. Hm. Nee, das kaputt schießen kann ich auch nicht. Wo übersehe ich jetzt schon wieder den Knopf? Ich muss nämlich da in die Conduit reinschießen, ja. Ah. Eine Tür. Die sich wahrscheinlich dadurch öffnet, dass wir hier den Hebel ziehen. The corridor should be safe to pass now. Nö. Ich glaube nämlich auch nicht, dass das hier. Doch, das könnte theoretisch der Rückweg dann sein. Wäre jedenfalls so meine zweite Vermutung, wenn ich mich hier umsehe. Ja, gut. Oder das ist eine Schleuse. Nein. Auch gut. Schön offen bleiben.
Das heißt, ich kann hierhin zurück und hier das Spiel speichern. Ist ja schon wieder genug passiert, LP 009. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hoffe ich mal.